Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein, meine Lieben. Ich freue mich sehr, dass wir Gemeinschaft haben miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir ein Ziel haben, eines Tages Jesus zu sehen. Wer hat das Ziel im Herzen heute? Amen. Wir wollen Jesus eines Tages sehen, aber wir haben ihn eigentlich schon in unseren Herzen, oder? Er wohnt hier, er wohnt in deinem Herzen, wenn du Jesus Christus aufgenommen hast. Und wisst ihr, wir waren gestern bei einer Konferenz, einer Gebetskonferenz in Altensteig. Das hat mich sehr, sehr ermutigt. Da waren vielleicht 250 Menschen zusammengekommen aus der ganzen Region. Peter, und da hat man schon gespürt, also dieser Geist des Gebets, das war so krass. Und eine liebe, liebe, liebe Schwester, die vor Jahren auch bei uns hier waren, die liebe Gertrud Rottacker, Schwester, ja, im Herrn, eine Beterin hier in Deutschland, sie hat viel bewegt in Deutschland, sie hat die Bodekreise überall ja, gegründet und die hat geleitet, wisst ihr, und die hat es so einfach gemacht, die steht hier, die redet, und die Salbung fließt, mein Lieben, das ist so stark. Es war so genial. Und das Gute war, da war der noch dazu, zu dem allem war der Bruder Hathaway. Wer ihn kennt, gehört, ein bisschen ältere Generation schon, 91 Jahre alt. 91. Und er hat übrigens gesagt, meine lieben Geschwister, ihr habt keine Zeit, krank zu sein und ihr habt keine Zeit zu sterben. Mit 91, wir haben noch keine Zeit, ich muss etwas tun. Der hat uns den Plan gezeigt für das kommende Jahr, was vor uns liegt noch, wo er überall hinreisen will, nach Israel, nach Ukraine, nach Russland, wo auch immer er geplant hat. Ich habe gesagt, wow, so will ich leben. So will ich leben. Genauso wie dieser Mann, also dass er sich Gedanken macht und gesagt, ich habe keine Zeit zu sterben. Wisst ihr warum? Er sagt, Gott hat mich frei gemacht. Gott hat mich geheilt. Und er ist in der ganzen Welt rumgereist schon. Er hat zwei Krebsgeschichten nach sich. Kehlkopfkrebs, Lungenkrebs. Und Gott hat auf eine übernatürliche Art und Weise ihn geheilt. Und er hat gesagt, wisst ihr warum? Damit ich anderen Menschen auch für andere Menschen beten kann. Wisst ihr, wir beten oft und sagen, Herr, heil mich, hilf mir. Oder, aber wenn wir nicht selber das durchgehen, wenn wir selber das nicht mit in, ja, verstehen können, wie die Menschen, wie sie fühlen, wie sich fühlen, wie es ihnen geht. Und er hat Wunder über Wunder in diesen 70 Jahren, wo er in Russland oder in ganzer Welt gereist hat, erlebt. Ein etwas, ich habe gestern bei der Männerfest ein paar Geschichten von ihm erzählt, ich will noch eine Geschichte erzählen. Das hat mich sehr bewegt, er war sehr oft, gerade in weiten Sibirien, in 60er und 70er Jahren, war eigentlich für die Bibelschmuggeln nach Russland oder nach Ukraine für 10 Jahre Gefängnis, 10 Jahre Gefängnis für Bibelschmuggel. Aber er war nur ein Jahr. Weil er, Gott hat ihm gesagt, zur Auferstehung gehst du nach Hause. Dann hat er gesagt, Vater, wenn es Auferstehung, ja, ein bisschen früher noch Geburtstag, kann ich besser zum Geburtstag gehen? Und dann hat er mit Gott gesprochen. Gott sagt, okay, aus dem Wort hat er bestätigt, okay, ja, du darfst zu deinem Geburtstag. Und dann sagte er den Wächter und allen seinen Gefangenen oder seinen, den Insassen, ich gehe zu meinem Geburtstag nach Hause. Ich sage, du hast 10 Jahre. Nein, ich gehe. Und ich sage, spendest du? Das geht doch nicht. Hathaway, du. Ich sage, nein, mein Gott. Er ist ein lebendiger Gott und er hat in seinem Wort mir bestätigt, ich gehe zu meinem Geburtstag nach Hause, nach London. Ich sage, nein, geht es nicht. Aus dem russischen Gefängnis kannst du nicht rauskommen. Und die Wächter haben geschimpft und über. Aber er hat überall gesagt, ich gehe zu meinem Geburtstag nach Hause. Aber es waren noch 3 Monate. Und irgendwann kam der Tag, wo er sagt, so, und jetzt geh nach Hause. Wie geht es? Keine Ahnung, die Wächter haben geschimpft. Und dann morgens, die Wächter, die gestern noch, was sie gegen ihn gesagt haben, gesagt, Hathaway, du wurdest ins Büro reingefragt oder reingebittet. Er kommt und da kommt der Premierminister Englands, selbst persönlich mit einem Flugzeug nach Kiew und holt diesen Mann ab.
Und er sitzt mit ihm im Flugzeug und fliegt nach London an dem Tag. Und dann sagt der Premierminister, sagt, Herr Hathaway, eigentlich bin ich kein Christ. Aber ich weiß nicht, was ich da tue, warum ich sie befreit habe. Irgendwas war, dass ich sie frei oder sprechen in Kiew musste. Und er sagte, ja, manchmal gebraucht Gott auch keine Christen, um Christen frei zu machen. Und dann geht er nach Sibirien und geht in Gefängnissen. Und das war ein Gefängnis mit 1400 Insassen. 1400. Vergewaltiger, Mörder, alles möglich. Und dann predigt er. Er hat nur eine halbe Stunde Zeit gehabt. Predigt er 30 Minuten. Und dann ruft er alle Männer, sagt, wer heute das Leben oder sein Leben Jesus vertrauen will, komm nach vorne. 1400 Männer kamen nach vorne. Und aus diesen 1400 Männern sind heute 157 Menschen, die Pastoren geworden sind, die neue Gemeinde gegründet haben. Eine halbe Stunde das Evangelium, was das in vielen Herzen, Menschenherzen bewegen kann, meine Lieben. Wenn das in Salbung, in Kraft, in Vollmacht gepredigt wird. Und das wünschen wir auch, solche Zeuge zu sein, oder? Dass unsere Worte nicht einfach bloße Worte sind für die Menschen. Die Menschen brauchen Hoffnung. Die Menschen wollen etwas haben heute in dieser hoffnungslosen Zeit. Wie geht es weiter mit meinem Leben? Und wenn wir ihnen dieses Evangelium sagen, Jesus hat für dich bezahlt. Jesus Christus ist der Herr über alle Herren. Jesus ist der Herr. Komm zu ihm. Meine Liebe, die Menschen das verstehen. Das Leben verändert sich. Und das hat mich sehr bewegt. Das war 4 Stunden, waren wir im Gebet und das war nicht langweilig. Und wir wollten wirklich noch weiter im Gebet bleiben. Das ist so gut, wenn das Volk Gottes zusammenkommt und zum Gebet. Wir haben für Ukraine gebetet. Und es waren starke Gebete, mein Leben. Und ich glaube, da ist was passiert in der geistlichen Welt. Wenn das Volk Gottes, wir haben Buße getan. Menschen haben auch Buße getan, dass sie so viel, auch die Vorfahren, Schuld, dass sie so viel in Ukraine Böses getan haben. Die Nazi-Zeit, da war wirklich viel, viel Böse auch gesprochen oder ausgesprochen. Und ich glaube, da ist was passiert gestern. Sind wir gespannt und die Schwester Gertrud sagt, schaut mal die Nachrichten jetzt ganz schnell, was morgen und übermorgen passieren wird. Lass uns glauben, nicht einfach beten und vertrauen irgendwann, aber dass Gott, wenn sein Volk betet, Buße tut, Gott hört Gebet. Amen. Gott hört Gebet. Und das ist so, das macht so viel Mut, mein Lieben. Das macht so viel Mut. Die Menschen, die in Not sind, die brauchen Hoffnung. Auch in Ukraine dort, was dort alles abgeht. Und lasst uns heute auch weiter für dieses Land beten. Okay, wir kommen zum Wort. Zu Beginn will ich ein Wort aus Jesaja, Kapitel 61, nur ein Vers uns vorlesen. Kapitel 61, Vers 4. Wir wissen, dass es ein wunderbares Wort ist, ab Vers 1, wo Jesus oder es war ist auf den Messias, da hat dieses Wort durch den Prophet Jesaja gesprochen, wo er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt und wir wissen, was da für die Blinde, die im Gefängnis sitzen, ja, dass sie Freiheit und so weiter bekommen. Und jetzt Vers 4, da spricht dieser Prophet weiter. Er sagt, dann werden sie die uralten Ruinen wieder herstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr starkes Wort, was hier dieser Prophet sagt. Er sagt, er sieht die kommende Zeit, er sieht den Messias, der kommen wird, er sieht denjenigen, der, auf den das Volk Israel schon lange Jahre wartet, es er kommen wird, er wird sie befreien, er wird sie nicht nur, die dachten damals auch, die das Volk Israel, dass er sie aus der Sklaverei der
Römer frei machen wird. Aber es geht vor allem um die geistliche Dimension her. Es geht um die geistliche Freiheit. Und dann sagt er, er wird euch retten. Und dann wird das Volk Israel, die zu Gemeinde Jesu gehören, die werden eigentlich das tun, nicht der Messias. Er sagt, die aber, dann werden sie, die, die zu ihm gehören, die uralten Ruinen wiederherstellen. Das, was zerstört, kaputt gemacht ist, was der Zerstörer kaputt gemacht hat, er sagt, die werden es wieder aufbauen. Die werden dieser Vollmacht Christi aufstehen. Und die werden das, was zerstört, zerbrochen, kaputt gemacht ist, von dem Zerstörer, von dem Feind, die werden es wieder aufbauen. Die Städte und die Dörfer, die werden wieder bewohnt sein. Weil damals das Volk Israel, die hatten wirklich buchstäblich oft Dinge erlebt, wo der Feind kam und er hat viele Menschen in der Sklaverei weggeführt. Viele Menschen wurden getötet da. Warum? Warum hat es Gott zugelassen, dass sein Volk, sein geliebtes Volk, plötzlich von Feinden umzingelt, umringt wurde? Warum waren so viele Dinge da im Leben des Volkes Israel? Sie haben viele Fragen gehabt, sie suchten ihren Gott. Aber wisst ihr, oft waren sie auf den Abwegen. Oft, wenn ein falscher König da war, ein gottloser König im Volke Israel, da hat er das Volk in falsche Richtung geführt. Und er hat Götzen aufgebaut oder ließ aufbauen. Und da hat das ganze Volk, anstatt Gott zu dienen, den falschen Göttern und Götzen gedient. Und da hat Gott oft gewarnt sein Volk durch die Propheten, gesagt, stopp, meine Lieben, es geht nicht mehr so. Ihr seid schon in der Gefangenschaft. Ich will euch frei machen, aber damit ihr versteht, dass es ernst ist, dass der Feind real ist, wird er kommen. Und oft waren die Feinde, die waren um Israel oder die Stadt Jerusalem. Und wir wissen aus der Geschichte, was da oft passierte, wenn das Volk da Buße tat. Wie oft hat Gott sein Volk auf übernatürliche Art und Weise gerettet. Aber oft auch nicht. Und warum? Warum? Warum sind so viele Dinge in der Bibel und sind aufgeschrieben, wo die Menschen wirklich in die Sklaverei gehen mussten, wo das sein Volk getötet wurde. Er hat doch versprochen, ich werde euch segnen über die Maßen. Warum war es so? Und ich glaube, wir haben so viele Fragen, wie man das Alte Testament liest. Manche sagen, ich will das Alte Testament nicht lesen, das ist voller Blut. Ja, stimmt auch. Das sind so viele Kriege, so vieles, was da aufgeschrieben worden ist. Das sind so viele Fragen, wie, warum und wieso? Aber nochmal, das ist so wichtig, dass wir verstehen. Gott wollte seinem Volk zeigen, dass die geistliche Welt vor allem Realität ist. Dass der Feind nicht nur der physisch sie besiegen wollte, da sind auch andere Feinde, dass sein Volk wirklich besiegen oder sie angegriffen damals hatten. Und es waren Mächtige, es waren Gewalten, es waren die, die unter dem Himmel herrschen. Die haben eigentlich da gegen sein Volk gekämpft und darum hat man das auch ganz praktisch gesehen, dass die Feinde da waren. Heute leben wir in der anderen Zeit, meine Lieben. Und Gott sagt uns, dass wir genauso im Kampf stehen, im Krieg sind. In dieser Woche habe ich einen Telefonanruf bekommen und gesagt, und jemand hat mir gesagt, was redet Paul vom Krieg da? Wir sind doch im Sieg Jesus schon. Wir brauchen doch nicht den Krieg ziehen, mein Lieben. Alles gut, ich werde mich sehr freuen, heute im Sieg Jesu Tag für Tag leben und lebe auch im Sieg Jesu. Aber wir sind im Krieg. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Es heißt, wir sind im Kampf. Aber wichtig, dass wir verstehen, aus welcher Position wir heute kriegen. Dass wir in diesem Sieg Jesus schon leben. Nicht, dass wir verloren haben, aber wir sind im Sieg Jesu heute. Und darum kennen wir die Mächte und die Kräfte, und die da unter dem Himmel herrschen. Sie angreifen mit anderen Dingen, mit anderen Methoden. Darum ist wichtig, dass wir heute verstehen nochmal, der Krieg ist real. Das ist ganz normal, wir werden angefochten. Und unser Krieg ist hier, meine Lieben. Hier, in unserem Verstand ist der Krieg. Da geht's ab, Tag für Tag. Da wird gekämpft. Und wem du deine Gedanken schenkst, der besitzt dich.
Die Verführungen sind immer da. Plötzlich ist ein Gedanke von nirgendwo und nie gedacht, dass da so ein Gedanke in meinem Kopf sein kann. Aber er ist plötzlich da. Von wo kommt dieser Gedanke? Und da muss ich unterscheiden, was tue ich jetzt? Gebe ich dann diesem Gedanken wirklich Raum und dass er in dieser Person ein Nest baut oder nein? Oder sage ich Schluss, vorbei. Und das ist der Krieg, den wir jeden Tag führen. Im Himmel werden wir diesen Krieg nicht mehr führen, da brauchen wir es nicht. Da geht nichts Unreines rein. Aber hier auf dieser Erde sind wir wirklich angefochten. Sogar Jesus bis zum Schluss seines Lebens. In Gethsemane. Es war ein gewaltiger Krieg, meine Lieben. Es geht um dich und mich heute. Wenn Jesus da nicht gekriegt hätte und nicht gekämpft hätte, da wären alle verloren. Er brauchte es nicht. Er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch von mir vorübergehen, aber nicht wie ich es will. Ich will dir folgen. Und darum sind wir heute mittendrin. Jesus hat eigentlich, und das ist noch wichtig zu sagen, mein Lieben, sehr wichtig, Jesus hat dieser Schlange den Kopf zertreten. Amen. Aber der Schwanz bei der Schlange, er ist noch da und das ist der Gemeinde heute überlassen, diesen Schwanz und alles, was da noch wedelt und kämpft, dass es die Gemeinde tut. Das Haupt, der Kopf ist zertreten. Sie hat keine Chance an uns. Keine Chance. Der Teufel hat keine Chance an dir, an mir, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Aber das sind noch manche Dinge, wo wir angegriffen werden. Und darum ist wichtig, dass wir diesen Feind kennen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, von wo Dinge in unser Leben reinkommen. Und darum, es ist so wichtig, ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, von wo kommen die Flüche alle? Warum lässt Gott es zu? Hat er nicht jetzt diesen Feind besiegt und ist okay, so vorbei? Warum lässt er noch zu so viel Raum diesem Satan? Warum hat er im zweiten Himmel sein Reich aufgebaut? Warum versucht er die Erde heute zu kontrollieren? Warum versucht er viele, die Politiker heute zu kontrollieren? Er will die ganze Erde beherrschen. Eines Tages hat er zu Jesus sogar gesagt, beuge dich vor mir. Biete mich an, dann werde ich dir ganze Reiche dieser Welt geben. Das ist sein Ziel, Endziel, das die Menschen anbieten. Und seine Angebote sind sehr groß und breit auf dieser Erde. Und darum ist wichtig, dass wir verstehen, wie er heute kämpft gegen das Volk Gottes. Mit Flüchen, mit allen Dingen, die heute diese Welt sieht. Und darum, was ist ein Fluch? Ich will einen Fluch definieren. Ein Fluch ist eine Verfluchung oder ein Wort oder sogar ein Spruch, der auf verschiedene Art und Weise einer Person oder mehrere Personen, Menschen oder sogar einem Ort Unheil bringen oder zur Umkehr bewegen oder zwingen soll. Das ist ein Fluch. Wenn ein Fluch die Menschen, Satan, Dämonen versuchen, auf Menschen zu legen, das heißt, die wollen etwas verfluchen, Unheil bringen, ist auch ein Wunsch zu strafen oder sich zu rächen, kann ein Grund für den Fluch sein. Sie wirklich etwas strafen, dann fluchen die Menschen, die anderen zum Beispiel, oder viele Dinge, die Menschen aussprechen. Es heißt, die wurden verletzt und die versuchen, jemand, ja, jetzt sich an ihn rächen mit einem Wortsatz, damit es den Menschen schlecht geht. Das kann alles Fluch sein. In der Bibel lesen wir so vieles über die Flüche. Und eigentlich das Erste, was wir in der Bibel finden, es kam der Fluch aus dem Mund Gottes. Interessant. Sehr interessant. Gott hat etwas gesagt. Nicht die Menschen zu verfluchen, nochmal, das ist auch wichtig, ich komme gleich zu dem nochmal ganz genauer. Aber ihnen etwas zeigen, dass sie etwas falsch gemacht haben, damit sie umkehren, damit sie verstehen, dass sie falsch etwas entschieden haben, als Gott ihnen was gesagt hat. Er hat den Menschen im Garten Eden, als er gesehen hat, dass sie gesündigt haben, er wollte, dass sie zur Umkehr und Einsicht kommen. Und darum hat er diesen Menschen das Erste, wenn wir 1. Mose lesen, Kapitel 3. Der erste Fluch eigentlich gehört der Schlange. Nee? Der erste Fluch in der Bibel gehört dem Teufel.
Der erste Fluch, den aus dem Mund Gottes gekommen ist, gehört Satan, dem Verführer. Kapitel 3, Vers 14 und 15, schauen wir das mal kurz an, was da Gott sagte. Wir wissen, dass nach dem Sündenfall, nachdem wo die Menschen, als Gott kam und die plötzlich sich verkrochen haben, in den Bäumen oder in den Büschen versteckt haben, und anstatt Gott zu sagen, tut mir leid, ihr sagt, nein, diese Frau oder diese Schlange. Und jetzt kommen wir zur Schlange. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, zum Satan. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Es heißt, es war ein schönes Tier, aber heute für viele Menschen hässlich. Ne? Die Schlange, ich mag keine Schlange, du auch. Manche mögen die Schlangen, aber Schlangen sind hässlich. Warum? Ich glaube das, weil da trotzdem ein Fluch auf der Schlange liegt. Die Bibel sagt, ein listiges Tier, vielleicht ein schönes Tier, wissen wir nicht. Aber er sagt, so und jetzt, auch die Schlange kam, weil Satan durch die Schlange gesprochen hat. Also das Erste geht eigentlich auf Satan, den Fluch, dass er jetzt von Gott dieses Urteil bekommen hat. Das Zweite bekam die Frau den Fluch. 1. Mose Kapitel 3, Vers 16. Da spricht Gott zu der Frau. Mein Leben, aber das ist so wichtig. Gott hat nicht den Menschen, das ist so wichtig. Hört mal bitte zu. Gut zu. Gott hat nicht die Menschen verflucht. Er wird nie Menschen verfluchen. Er hat nur das Leben, das auf sie zukommen wird. Das hat er ihnen schwer gemacht. Aber nicht den Menschen. Gott wird nie einen Menschen verfluchen. Gott liebt Menschen. Nochmal, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Wir kommen noch zum Mann jetzt, 1. Mose 3, Vers 17, 19. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorchst und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht. Und um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln sollt er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist das, was Gott damals den ersten Menschen gesagt hat. Aber das Gute aus dieser ganzen späteren Geschichte wissen wir, Jesus hat auch das auf sich genommen. Auch der Fluch der Frau, auch der Fluch des Ackers. Christus Jesus, als er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, jeder Fluch, das im Alten Testament war, lag auf Christus. Jesus hat alles auf sich genommen. Und ist so wichtig, wir haben vor kurzer Zeit hier im Gebetsabendmahl eine Geschichte aus Acmolonga, Guatemala, angeschaut, ein Volk, das in Götzentum, in Schwierigkeiten lebte, als das ganze Volk, 80% fast, von diesem Dorf, es waren 20.000 Einwohner, kann man sagen, 17.000 Menschen zum Glauben fanden. Wisst ihr, was passiert ist in diesem Dorf und ringsherum? Der Boden war so fruchtbar, die haben zweimal geerntet im Jahr, die haben nachdem dreimal geerntet. Die Radieschen, die sind vielleicht in 60 Tagen gewachsen, jetzt sind sie in 30 Tagen gewachsen. Und die sagen, das ist ein Wunder. Aus ganz Amerika kamen Wissenschaftler und sagen, was ist da passiert? Die haben gesagt, wir haben Jesus eingeladen.
Der Fluch ist vorbei. Unser Land ist so gut geworden. Wir können so viel ernten. Das war unfruchtbares Land in dieser Gegend. Und Gott hat sogar das Land geheilt. Der Fluch hat Jesus getragen. Und das ist die gute Botschaft, meine Lieben. Egal, was in unserem Leben sein kann, egal von wo die Flüche auf den Menschen kommen, Jesus hat den Fluch, jeden Fluch getragen. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, was wir hinaustragen dürfen. Jeder Fluch ist getragen. Gott weiß, was wir heute in uns haben. Wenn wir Jesus unser Leben geschenkt haben, dann sind wir nicht mehr unter dem Fluch. Amen. Aber noch ein genauer Fluch will ich uns nochmal weitergeben, wo Gott im Kapitel 4 einem Menschen zugesprochen hat. Im Kapitel 4, 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 11 und 12. Da sind zwei Brüder. Und die sind auf dem Feld. Und einer war so bitterböse auf den anderen Bruder. Er hat ihn nicht nur nicht gemocht, sondern er hat ihn gehasst. Und wisst ihr, was er getan hat? Er hat ihn umgebracht. Und als Gott zu ihm gesprochen hat, hat er gesagt, Kain, wo ist dein Bruder? Er hat keine Ahnung. Was fragst du mich? Ich habe keine Ahnung, wo mein Bruder ist. Er sagt, das Blut schreit von der Erde zu mir. Und wisst ihr, meine Lieben, wie viel heute Blut schreit zum Himmel? Wie viel Blut schreit heute zum Himmel? Weil so viel Blut wurde vergossen auf dieser Erde. Sehr, sehr viel Blut. Und dieses Blut schreit, weil die Bibel sagt, im Blut ist Leben. Und wenn das Leben genommen wird, dann wird dieses Blut schreien zu Gott. Und wehe diesen Menschen, die eines Tages vor Gott stehen werden, mit diesen Sünden, die sich gemacht haben. Und hier ist einer, der sagte, keine Ahnung, Gott, tut mir leid, ich kenne meinen Bruder nicht, weiß nicht, wo er ist. Und weil er keine Buße getan hat, weil er sich nicht entschuldigt hat vor Gott, sagt Gott ihm etwas. Und nun sollst du, was? Verflucht sein. Von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat und das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Das hat Gott im Kain gesagt. Und mein Lieben, es sind so viele Millionen Menschen heute unterwegs. Die sind flüchtig. Sie sind unterwegs von Gott abgehauen. Sie wollen mit diesem Gott nichts haben. Am Freitag haben wir da, habe ich ein Gespräch mit einem jungen Mann gehabt, aus der Suppenküche. Wir haben uns auf die Seite gesetzt und da haben wir gesprochen. Plötzlich redet er so komische Dinge, was ist mit ihm los? Und da spricht er plötzlich, Dämonen sprechen raus. Ich bin Luzifer und ihr könnt mich nicht besiegen, ich werde auf dieser Erde noch herrschen. Er sagt, mein Gott hat dich besiegt. Du hast keine Chance vor meinem Gott. Nee. Ich sagte, warst du dort? 2000 Jahre zurück am Kreuz? Ja, ich war dort. Und ja, das ist eine Täuschung. Dein Gott ist nicht gestorben. Ich sagte, mein Gott ist gestorben. Und mein Gott ist für meine Schuld gestorben. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Er lebt. Und er hat mit dem dich und alles, dein ganzes Reich besiegt. Nee. Das ist die Lüge. Die Menschen, die reden deinen Quatsch. Und plötzlich spricht noch zwei Sekunden spricht ein anderer Mensch daraus. Das ist eine gespaltete Person da plötzlich. Und die Menschen, die sind so behaftet mit diesen Dingen, die verstehen oft nicht, wem sie sich abgegeben haben. Es war ein langes Gespräch, aber ich wollte nur sagen, dass so viele Menschen da wirklich unter dem Joch, unter dem Druck Satans stehen. Sie haben oft manche Dinge in ihr Leben aufgenommen und da sind sie unter dem Fluch. Und da wissen nicht, wie es weitergeht. Millionen Menschen sind heute, völlig Milliarden, sind auf der Flucht von Gott. Sei bitte nicht flüchtig, mein lieber Freund, wenn du das hörst. Wenn wir auch was gemacht haben, wenn auch was falsch in unserem Leben oder etwas passiert ist, wir können kommen. Wir können zu Jesus kommen. Und sagen, tut mir leid, so bin ich. Ich habe eher was getan. Tut mir leid, vergib mir. Und Gott vergibt. Gott vergibt. Hau nicht ab von dir selber. Hau nicht ab von deinen Problemen. Die werden noch mehr.
die werden immer mehr, wenn wir abhauen und sagen, irgendwie geht's, geht nichts. Bleib bei Gott, komm zu Gott, sag, tut mir leid, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Und Gott sagt, ich bin so reich an Gnade und Barmherzigkeit. Und meine Lieben, so wichtig, dass dieser Stolz in diesem Menschen, im Kain, nicht, ihm nicht erlaubt hatte, Gott wirklich vor Gott sich zu beugen. Und dieser Stolz ist heute in vielen Menschen Herzen wie ein kleiner Virus reingekommen. Und dieser Stolz hat damals auch Satan vom Himmel geschmissen. Oder Gott hat den durch diesen Stolz, ist ja so hoch, sich hatte sich erhoben, da dachte ein Thron dort auf den Bergen Gottes stellen. Und genauso sein wie Gott sagt, nee. Gott hat ihn runtergeworfen. Und darum versucht er heute auf dieser Erde Menschen zu verführen. Menschen wirklich zu unterjochen und zu versklaven. Nochmal drei Quellen der Flüche will ich uns weitergeben. Das erste, dass Gott auch Flüche aussprechen kann. Aber nicht, dass die Menschen verflucht werden. Umgekehrt, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er muss es sagen, ab diesem Moment, als Adam und Eva gesündigt hatten, ab diesem Moment konnten sie unterscheiden, was gut und was böse ist. Sie konnten sehen, sie konnten erleben, was gut und was böse ist. Und Gott musste ihnen zeigen, Leute, wenn ihr nicht auf meiner Seite seid, wenn ihr nicht zu mir kommt, wenn ihr nicht meinen Ratschlägen euch befolgt, dann werdet ihr untergehen. Dann wird immer der Feind euch besiegen können. Kommt zu mir. Und da musste er das aussprechen, mein Lieben. Aber das Gute, Jesus nimmt später die ganze Flüche auf sich, meine Lieben. Gott nimmt selber auf sich das Gleiche, was er gesagt hat. Wo ist solch ein Gott, so wie er? Wo ist solch ein Gott? Kannst du mir eine Antwort andere geben? Wo ist solch ein Gott, so wie er? Das Zweite, Satan, er kann Menschen und er will heute Menschen verfluchen. Offenbarung. Kapitel 12. Kennen wir die Geschichte, dieser Kampf dort im Himmel. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Er hat vier Namen. Übrigens Drachen, der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen. Die alte Schlange, genannt der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Aber wir wissen, der Kampf, Jesus hat diesen Kampf ihn besiegt. Und diejenigen, die jetzt heute ein Zeugnis geben, dass sie in Jesu Blut reingewaschen sind, sie haben ihn überwunden. Das sind die Überwinder. Aber er ist heute und versucht weiter die Menschen, der Verkläger, der Brüder. Aber wenn wir ein Christ sind, er kann uns nicht mehr verklagen, meine Lieben. Er kann nichts uns antun, weil wir im Schutz Gottes stehen. Und darum versucht er Menschen heute, wir sehen, was heute diese Welt ist oder geworden ist nach dem Sündenfall. Was heute, wie viel Chaos auf dieser Erde ist, wie viel Blut vergießen. Wie viel Schlimmes passiert heute. Und das 2. Korinther Kapitel 2 sagt Paulus noch zur Gemeinde in Korinth noch ein sehr, sehr wichtiges Wort. 2. Korinther Kapitel 2. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Es geht nochmal um die Vergebung. Wenn wir nicht vergeben können, mein Lieben, das ist ein sehr wichtiger Aspekt im Leben von uns Menschen. Wenn wir nicht vergeben können, dann ist alles umsonst, dann betest du umsonst. Dann kannst du vieles tun, alles machen. Aber wenn wir nicht vergeben können, dann hört Gott dein Gebet nicht. Lass los Menschen in deinem Leben, denen du nicht vergeben kannst. Lass sie frei. Wie viele Menschen haben vielleicht dir und mir uns Böses angetan. Und wir denken immer dran, wenn wir an diese Menschen denken, dann wow, ja, vergeben schon, aber nicht vergessen. Dann schau nicht vergeben. Vergeb, lass sie frei. Dann wirst du frei.
Weil so ein Klotz an deinem Bein immer wieder, wenn du laufst und ja, du willst Gott dienen und du, das geht, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Aber da ist vielleicht das, wo du nicht vergeben kannst. Mein Lieben, das ist so ein wichtiger. Er sagt, wir wissen, dass das, was Satan tut. Wenn da ist ein sehr offener Tier bei vielen Christen, wenn sie nicht vergeben können, wenn sie nicht frei sind. Und das Nächste, wie versucht heute der Teufel, Satan, die alte Schlange, Drache, Menschen zu verführen. Jetzt will ich ganz kurz eingehen auf die Dinge, die Menschen heute erleben oder die Menschen heute ja, durchmachen. Das habe ich auch mal durchgemacht, wo ich nicht frei war. Angstzustände, wenn die Flüche da sind, wenn Satan flucht, wenn Menschen nicht frei sind, wenn Menschen Gott nicht haben. Er kann Menschen wirklich in den Angstzustände reinbringen, verschiedene Phobien, Platzangst, Angst vor Dunkelheit und so weiter. Du kannst es mit keiner Therapie heilen. Es gibt nur einen Weg, Jesus. Ein Weg, Jesus. Wie viele Menschen versuchen, jede Angst mit irgendwelchen Tabletten, Antidepressiva zu heilen, geht es nicht, mein Lieben. Du kannst 100 Jahre Tabletten essen, bringt gar nichts. Es gibt nur einen Weg, Jesus. Amen. Seelische Störungen, Psychosen, Schizophrenie. Es sind so viele Menschen. Mein Leben, unser sechster Stock ist oben, voll mit jungen Menschen. Wird gesagt, die bei den Psychiatoren, es sind keine Termine, ein halbes Jahr schon in Deutschland. Junge Menschen, die kommen mit ihrem Leben nicht klar. Aber die versuchen mit irgendwelchen Gedanken oder mit Tabletten, das geht nicht. Wir brauchen Jesus. Oder unheilbare Krankheiten, Süchte in der Familie. Und da muss man fragen, wo ist das Problem gewesen? Unheilbare Krankheiten. Es gibt keine unheilbare Krankheit, mein Lieben. Also an diesem David Hathaway, er hat nochmal gesagt, noch kurz zu dem, wie er Gott ihn geheilt hat. Er hat seit 3 Monaten habe gebetet, dass mein Kehlkopf Krebs verschwindet. Passierte nichts. Und dann die Ärzte am Freitag gesagt, so, Schluss. Am Montag OP. Er sagt, aber mein Gott lebt. Dein Gott hat dich nicht geheilt. Schon 3 Monate hast du gesagt, bete schon, passiert nichts. Aber er sagt, mein Gott, ich glaube an meinen Gott. Das war mit 29 Jahren. Und er kann, aber Montag werden wir OP durchführen. 3 Ärzte. Er sagt, ich betete Samstag, passierte nichts. Ich betete Sonntag, passierte nichts. Und sagt, Herr, wenn ich dorthin gehe, wenn du willst, dass ich nicht nach Osten gehe und dein Evangelium predige, dann lass mich heute sterben oder morgen. Aber wenn du willst, dass ich als Missionar nach Osten gehe, nach Russland und nach auch alle anderen Länder da, dann lass ein Wunder geschehen. Und mit diesem Gebet ging er. Und dann haben die ihn 3 Ärzte untersucht. Und immer den Schlauch da geschluckt und wieder natürlich gucken auf ihn. Und dann sagt einer, wer hat sie operiert? Weil da gibt es eine Narbe. Er sagt, keiner hat mich operiert. In welchem Krankenhaus waren sie? Ich sagte, ich war nicht im Krankenhaus. Aber da ist eine OP durchgeführt, da ist eine Narbe. Da wurde geschnitten. Er sagte, keiner hat mich geschnitten. Ich habe einen Arzt, der heißt Jesus Christus. Aber da ist eine Narbe, da musste ein Skalpell sein an ihrem Hals. Nein. Und er sagt, bis heute ist die Narbe da. Damit ich nie vergesse, dass Gott an mir die OP durchgezogen hat. Damit ich jeden Menschen zeigen kann, Gott heilt auch so. Nicht irgendein Wunder, aber er hat eine Narbe mir hinterlassen. Und jeder, der nicht glaubt, kann schauen, dass Gott mich geheilt hat. Mein Lieben, Gott ist wunderbar, ne? Gott kann wunderbar wirken. Und darum ist es so wichtig, es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Gott heilt Krankheiten. Und ich bin Zeugen von vielen Wundern und Zeichen. Auch in meinem Leben, auch im Leben der Gemeinde. Ich weiß, was Gott tut. Gott tut wunderbare Dinge, wenn wir ihm vertrauen. Zum Beispiel,
wiederkehrende, unerklärbare Probleme im Leben von Menschen. Warum passiert es immer wieder in meinem Leben, wo ich keine Antworten habe? Es heißt, da ist der Räuber unterwegs. Es heißt, da sind Dinge unterwegs in deinem Leben, wo du nicht rauskommen kannst. Wo Dinge passieren. Warum passieren die? Dann schau mal in dein Leben. Sag, Jesus, zeig mir dein Licht. Zeig mir dein Licht, ich will frei werden. Dinge in meinem Leben müssen verschwinden, die nicht dich ehren. Gibt es Leute, die verstockt sind zum Wort Gottes? Die verstockt sind. Du kannst mit ihnen viel reden über Gott. Die sagen, gerade mit diesem jungen Mann, ich sage, weißt du was, kannst du mir viel erzählen. Aber mein Leben ist schon abgeschlossen. Ich habe schon alles mit ihm abgesprochen. Ich werde eines Tages dort sein. Ich sage, Junge, du gehst zu weit. Gott hat einen Plan für dich. Er sagt, ich habe einen Unfall gehabt. Ich war am Steuer. Und mein Kumpel musste sterben. Warum nicht ich? Warum mein Kumpel? Gott hat einen Fehler gemacht. Ich musste sterben. Er sagt, nein. Gott hat einen Plan für dich. Gott will mit deinem Leben was anfangen. Nein, ja, mein Leben abgeschlossen. Mit 30 Jahren. Ich will nichts mehr. So verbittert auf das Leben. So verbittert auf Gott. Er sagt, Junge, ich will für dich beten. Ich brauchst gar nicht beten. Ist vorbei. Ich habe gedacht, wo, o Herr, sei ihm gnädig. Aber lass uns für solche Menschen heute beten, die verzagt, verzweifelt sind. Es könnte sein, dass Menschen auch selbst verschuldet sind an irgendwelchen Dingen, falschen Worten. Wie oft reden wir Worte, die falsch sind? Wie oft habe ich Worte gesprochen? Es sind so viele Worte in meinem Leben gewesen, wo ich unbedacht gesagt, gesprochen hatte. Und da kam es auch in meinem Leben, weil ich das gesagt habe. Gott nimmt unsere Worte ernst. Gott nimmt ganz genau das, und der Teufel auch übrigens, ganz genau, was wir reden. Darum pass auf, was du sagst. Pass auf, was du redest. Pass auf, was du über die Menschen sprichst. Pass auf, wie du urteilst. Pass auf. Denn die Bibel sagt, mit welchem Maß wir die Menschen messen, mit diesem Maß werden wir gemessen, meine Lieben. Kannst du Amen sagen? Das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht falsche Worte über die Menschen. Wir wissen nicht, warum er das gesagt hat. Warum ist plötzlich kam aus ihm sowas? Wir sind so schnell zu urteilen, so schnell zu beurteilen und reden etwas und können auf uns etwas auflegen, das wir tragen müssen. Zum Beispiel der Unglaube ist so stark heute in unserem deutschen Land. Das Land ist säkulär geworden. Wir brauchen keinen Gott. Da war vor kurzem eine Umfrage in Deutschland, was ist Ostern? Oder was ist die Auferstehung? Keine Ahnung, Auferstehung, irgendwelchen Geist ist Auferstehung. Die Leute, die jungen Menschen, die wissen nicht, was die Auferstehung ist. Wo sind wir hingekommen? Ein Land der Reformation. Ein Land, wo Gott fürchtig war. Jetzt haben wir ein Land, wo Menschen Gott den Rücken gekehrt haben. Horoskope lesen ist ganz normal heute geworden. Ich habe von einem jungen Mann einmal gesprochen hier und da sagt er, ja klar, habe ich gelesen, mein Handy ist voll mit diesem Zeug. Meine Mutter schickt mir jeden Morgen Horoskope, dass ich weiß, wie der Tag, mein Tag ablaufen soll. Weil wie oft sind wir in diesem Zeug gefangen. Wir glauben mehr den Sternen als dem Schöpfer, als Gott. Wir glauben dem, was droben irgendwie jetzt funktioniert oder nicht funktionieren soll, als dem Schöpfer, der dich und mich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir frei von jedem Fluch werden. Karte legen, Kaffeesatz lesen, Glücksteine, Talismane, Tattoos einritzen. Viele Menschen heute, auch Christen, versuchen heute, cool sein, ein Kreuz, also irgendwelche. Gott hat gesagt, wehe, wenn dieser Tempel verunreinigt wird. Wehe, in diesem Tempel, in deinem Tempel wohnt der Heilige Geist. Und Gott hat dich wunderbar ohne Tattoos, ohne Sterne, ohne Rosen, ohne Blumen in deinem Körper, ohne Kreuze gemacht. Und du bist wunderschön. Gott hat keinen Fehler gemacht. Wir brauchen Gott nicht dazu helfen, unseren Körper schöner zu machen. Wie viele Menschen sind heute da gefangen? Halloween, der Fasnet, teilzunehmen,
Wie viele Menschen haben am Halloween teilgenommen? Fasten, das ist ganz normal. Meine Lieben, wir sind mittendrin. Mittendrin. Wenn wir das mitmachen, wenn wir das tun, dann sind wir mittendrin in diesen allen Dingen, die der Teufel heute aufgebaut hat, wirklich Menschen in die Sklaverei zu führen. Das sind die Dinge, es sind noch viel, viel mehr. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, es gibt noch so viele. Die Palette ist breit, wie der Teufel heute Menschen angeht. Das sind so viele Dinge und wenn jeder von uns ehrlich ist, dann wissen wir, wo und wie, wo ich falsch denke oder wo ich falsche Dinge in meinem Leben reingelassen habe. Das ist so wichtig, dass wir zu uns ehrlich sind. Es ist so wichtig, mein Leben. Es sind viele Dinge, mit denen Satan heute in dieser Welt agiert. Ihm ist ganz egal, wie er in deinem Leben reinkommt. Ihm ist ganz egal, wichtig, dass er reinkommt. Ich habe mal vor ein paar Jahren die Gartentür in meinem Haus offen gelassen. Und wir wohnen jetzt so nicht weit von einem großen Feld. Und plötzlich habe ich in meinem Keller gerochen, so mäuslich, so komisches Zeug. Da stimmt was nicht im Keller. Da müssen Mäuse sein oder komisch. Ja, und dann habe ich mit Irene gesprochen. Ja, das stimmt. Die hat eines Tages auch eine Maus gesehen. Sie ist da durchgerannt durch den Keller. Wow, was machen wir dann? Was machen wir dann? Wird man eine Mausefalle stellen, oder? Genau. Ist nichts passiert. Ja, Käse drauf, ist nichts passiert. Wurst drauf, nichts passiert. Die sind klug gewesen. Aber doch nach einer Zeit hat sich eine Maus da ja gezeigt in meiner Falle. Nach zwei Tagen noch eine Maus. Sie hat Halleluja. Zwei Mäuse. Aber das ist so nicht gut gestunken, kann man sagen auch. Wirklich, komm schon in den Keller. Und die haben irgendwie herausfinden wollen, was in meinem Keller da ist. Ob da Käse ist, ob er Wurst da ist. Ist der so ist der Teufel. Den Mäusen gehörte nicht mein Keller. Der gehörte mir. Aber sie sind reingekommen, frech, die Tür war offen, sind reingekommen, haben sich da bedient. Was auch immer sie getan haben, sie ein Nest bauen wollen, wissen wir nicht, aber die haben sich da bedient. Und so kommt der Teufel. Wenn die Tür offen ist, wenn die Mäuse kommen, so kommt er, die Dämonen, und versucht in unserem Leben was anzurichten. Und da riecht es, stinkt es mäuslich oder dämonisch in vielen Menschenherzen und die wissen nicht warum und wieso. Und das eine ist wichtig, stell eine Falle und die erste und die größte und die stärkste, wenn du glaubst, sagst Jesus, ich will, dass diese Mäuse aus meinem Leben verschwinden, Dämonen, dass sie verschwinden, dass sie nicht kommen, dass sie in meinen Kellern nichts tun, in meinem Leben nichts mehr tun. Und das eine, wir sollen das Kreuz in Anspruch nehmen. Mein Leben, das ist, was wir brauchen, das Kreuz. Das Kreuz, da hat jeder Dämon Angst, wenn du vom Kreuz sprichst, vom Blut Jesu redest, da hat jeder Dämon Angst. Aber wichtig ist noch ein sehr wichtiger Gedanke, mein Leben, wenn wir auch eine gute Beziehung, ich komme bald zum Schluss, eine gute Beziehung haben zum Vater im Himmel, ist nicht gesagt, dass wir eine Garantie da haben, dass wir nicht angefasst oder nicht angegriffen werden. Wenn wir auch zu Gott beten, wenn wir auch gute Beziehungen mit dem Vater im Himmel haben, ist nicht gesagt, dass du nie angefochtet wirst, nie vom Teufel angegriffen wirst. Wisst ihr, eine kurze Geschichte nochmal zum Schluss. Ich war vor ein paar Jahren zu einem jungen Mann eingeladen worden, der war sehr in Züchten, ja, war verfallen. Aber er liebte Jesus so sehr, er kommt nicht aus unserer Gemeinde. Und dann bat er mich, dass ich zu ihm komme und mit ihm bete. Und wir haben schon in der Gemeinde, er kam und dann wir haben da gebetet. Ich wusste, dass da etwas ist, was nicht ganz in Ordnung ist. Da haben sich Dämonen manifestiert. Und ich bin damals noch so unerfahren gewesen. Ich gehe zu ihm alleine in seine Wohnung. Die Wohnung war voll mit esoterischem Zeug verseucht. Und als ich reinkam, ich wusste, dass ich jetzt im Schutz des Blutes gehe. Und trotzdem, als ich reinkam in seine Wohnung, da hat plötzlich, ich habe gespürt, wie ich irgendwie lahmgelegt werden bin jetzt und dass ich jetzt schläfrig bin. Ich konnte mich selber nicht verstehen, was ist mit mir los? Ich bin auf falsches Territorium gekommen. Und ganz alleine, sowas werde ich heute nie mehr machen, ist gefährlich. Und dann, als wir in sein Wohnzimmer reinkamen,
Ich habe angefangen zu beten, plötzlich fällt er auf den Boden, schreit, bis geht nicht mehr, die Dämonen manifestieren, dann müssen sie den Namen sagen, aber an diesem Tag wurde er nicht frei, muss ich sagen. Plötzlich schreit er und sagt, Paul, Herr ruft zu beten, ich kann nicht mehr atmen. Aber ich wusste nicht, dass er seinen Dämon gesprochen hat, nicht er. Und dann, irgendwann haben wir uns verabschiedet. Ein Jahr ist vorbeigegangen. Und dann habe ich erfahren, dass er durch Überdosis gestorben ist. Ich konnte mir das gar nicht verzeihen. Er liebte Jesus, ich muss sagen, er liebte Jesus. Er betete zu Jesus, aber er konnte nicht frei werden. Ich weiß nicht, was da noch in alles in seinem Leben war. Aber das hat mich sehr mitgenommen. Da habe ich angefangen zu suchen, wirklich, warum ist das passiert? Warum ist er nicht frei geworden? Ich habe so viel bei Gott um Vergebung gebeten und gesagt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Aber wisst ihr, das Gute ist, dass Gott uns immer wieder in sein Wort hineinführt. Aus dem Wort dürfen wir lernen. Aus dem Wort dürfen wir wirklich neu uns von Gott belehren lassen und sagen, Herr, gib mir neue Kraft. Gib mir Weisheit, wie ich diesen Menschen helfen kann. Und meine Lieben, wir sind berufen und gerufen, solchen Menschen zu helfen. Du und ich. Das Letzte, wo Jesus gesagt hat, seiner Gemeinde, ihr werdet Dämonen austreiben. Ihr werdet Kranke heilen. Ihr werdet es tun. Und darum habe ich den ersten Vers gelesen, Jesaja 61, Vers 4. Ihr werdet, sie werden, die Trümmern, die der Zerstörer alles kaputt gemacht hat, ihr, die Gemeinde wird es wieder aufrichten. Kein Engel wird mehr kommen vom Himmel. Wir, du und ich, sind gerufen. Und das ist die beste Botschaft, die wir heute haben, das Kreuz, die beste Botschaft, dass Jesus jeden Fluch bezahlt hat. Wir brauchen nicht mehr unter den Flüchen leben. Wir müssen zu Menschen gehen und ihnen diese Botschaft sagen, Jesus ist Befreier. Jesus macht frei, egal ob die Dinge groß oder klein sind, spielt keine Rolle. Gott will uns frei sehen. Gott will uns frei machen. Und das ist mein persönliches Gebet und Suchen, nachdem dass ich, wenn Gott mir solche Menschen unterwegs stellt, dass ich sagen kann, komm, wir beten. Und Dämonen haben keine Angst, keine Chance von Menschen, die bereit sind zu beten. Das Erste, was wir tun sollen, oder wenn du heute vielleicht sagst, du, ich habe komische Gedanken in meinem Herzen, es sind Dinge in meinem Leben, die nicht gelöst sind, die ich nicht weiß, ich nicht vergeben kann, was auch immer du heute hast, mein Lieben. Das Erste und das Wichtigste ist, tue Buße dort, wo Gott dir den Weg zeigt, dass da in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Das Erste, Nummer eins, immer erkennen und Buße tun. Sagen, Herr, vergib. Wenn die ersten drei, Adam, Eva und Kain, wenn sie gesagt haben, tut mir leid, dann wäre es nicht so gewesen in ihrem Leben, wie es geworden ist. Aber die haben es nicht getan. Und darum haben die auch das genossen später, was sie ausgestreut haben in ihrem Leben. Tue, erkenne und tue Buße. Wenn du irgendwo reingeraten bist in Dinge, die nicht Gott wollte oder wo Dinge in deinem Leben passiert sind, wo du ganz genau weißt, das ist ein dämonischer Boden, das ist ein falsches Territorium, wo ich reingeraten bin, vielleicht unbedacht irgendwas getan, gemacht hat, wie ich damals, als ich in der 8. Klasse war, plötzlich bei der Hypnose dabei war. Ich habe nichts mitgemacht. Ich war nur dabei, bin mitgesessen, mitgelacht, wunderbar, schön. Und das hat gereicht, dass ich jahrelang unter Angstzuständen wirklich verbrachte. Teufel hat mein Leben da unterjocht. Und darum ist es so wichtig, wo ich reingeraten bin, das Erste erkenne und tue Buße dort, wo du ganz genau weißt, das war nicht okay. Wenn du vielleicht keinen Frieden im Herzen hast, wenn du vielleicht zu deinem Gott nicht beten kannst heute, das Gebet, weißt du, ihr bist zur Decke und mehr geht's nicht. Mein Leben ist so wichtig, erkenne,
dass da etwas fehlt, eine Verbindung zu Gott fehlt. Nicht, weil Gott deine Gebete nicht hört, Gott hört Gebet, aber weil dein Räuber ist dazwischen und er versucht, alles wieder zurückzuholen, was du eigentlich bekommen solltest. Dass der Himmel scheinbar für dich verschlossen ist, wenn böse, anklagende Gedanken dich verfolgen. Immer wieder Gedanken und Gedanken und du kommst aus diesem Kreis nicht raus. Es heißt, da ist ein Räuber unterwegs. Wenn nachts du böse Albträume hast, dich quälen. Wie viele Menschen heute, wie viele Christen haben Albträume? Die kommen nicht raus. Wenn du in Träumen immer verfolgt wirst, immer in ein Loch fällst, ist auch ein Zeichen, dass da jemand hinter dir ist, dich zerstören will. Wenn die Ärzte in deinem Körper nichts finden können und doch bist du immer krank. Und die Ärzte sagen, wir finden gar nichts, alles ist okay. Aber da muss dann etwas, ein geistiges Problem sein. Da muss ein Problem sein, wo du nicht lösen kannst allein. Du brauchst Jesus. Und da musst du wirklich mal leben, dass wir offen und ehrlich zu uns sind. Dass wir sagen, Jesus, sind Probleme in meinem Leben. Ich bin dein Kind, ja, 100%. Ich weiß, mein Name steht im Himmel. Aber ich komme nicht weiter. Das sind Dinge, die immer stoppen mich. Immer versuchen, mich zu kontrollieren. Und da ist die Botschaft. Ich werde nie aufhören, von dieser wunderbaren Botschaft zu predigen, bis ich auf dieser Erde noch atmen kann, dass Jesus dich liebt. Jesus ist für dich gestorben. Jesus sein Blut für dich am Kreuze von Golgatha vergossen. Und das ist die Botschaft, dass jeder Mensch heute hören darf. Jeder Mensch darf heute zu Jesus kommen, egal wer er ist, egal was er verbrochen hat, egal was er getan hat. Wir dürfen kommen, so wie wir sind. Und wenn du beten möchtest, dann steh auf. Wenn du nicht beten möchtest, bleib sitzen. Wenn du beten möchtest mit mir jetzt, wenn wir zu Gott kommen, unsere Herzen ihm abgeben, wieder neu wollen, dann steh einfach auf und sag, Jesus, hier bin ich. Und ich weiß nicht, was in meinem Leben da ist, Dinge, Gedanken, keine Ahnung, was da alles ist. Ich will zu dir kommen, so wie ich bin, und ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will, dass du in mein Leben reinschaust und Ordnung schaffst. Dort, wo keine Ordnung ist, dort, wo vielleicht eine Gefangenschaft noch ist oder dort, wo ich wirklich nicht vergeben kann. Es sind Dinge in meinem Leben, wo ich nicht vergeben kann. Herr, ich will so gerne. Ich will glücklich sein. Ich will den Segen Gottes tragen. Ich will alles in mir wirklich das haben, was du mir am Kreuze von Golgatha erworben hast. Ich bin dein Erbe. Ich will alles haben. Und dann lass uns zu Jesus ganz ehrlich beten, mein Lieben. Gott ist mit den Ehrlichen ehrlich. Mit den Aufrichtigen aufrichtig. Er sieht unsere Herzen und nichts Besseres will er, dass wir offen sind. Nicht wie Kain abgehauen ist, nicht wie Adam und Eva gesagt, nein, er ist schuldig, diesen schuldig. Beschuldige niemand in deinem Leben. Schau in dein Leben hinein, sag, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich haben, ich will mit dir gehen, ich will mein Leben ordnen. Und darum, wenn du nachsprechen willst, einfach dieses Gebet, dann bete einfach mit mir mit. Mein Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke für deinen Sohn Jesus Christus, der für mich am Kreuze von Golgatha gestorben ist. Er hat den Fluch getragen. Ich bin frei. Ich will nichts mit den Flüchen zu tun haben. Ich danke dir, Jesus, dass du mir diese Vollmacht gegeben hast, auf jede Schlange und Skorpion zu treten, auf jede Feindesmacht. Und mir wird nichts schaden, weil du in mir bist. Nicht, weil ich so stark bin, weil du der Starke bist. Und ich nehme dein Angebot an. Ich vertraue dir. Ich danke dir, dass ich vergeben kann. Gerade jetzt. Auch denen, die mir wehgetan haben. Ich danke dir, dass ich frei sein darf. Von jeder okkulten Macht. Von jeder dämonischen Macht. Weil du mein Gott bist. Weil du sie besiegt hast. Und ich gehöre zu dir für immer und ewig. Du bist mein Gott und ich gehöre zu dir.
Ich will in der Freiheit bleiben. Hilf mir dabei. Ich brauche deine Hilfe. Jeden Tag. Danke dir. Ich will dir nochmals sagen, Jesus, du bist mein Gott und du bleibst mein Gott. Für immer und ewig. Für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben.